Dann eine kleine Genehmigung von Kirsten. Ah, da oben, okay. So. So, Advent, Advent, Freunde. Es ist das Türchen Nummer, ich weiß nicht was. Und ich habe mir Kirsten eingeladen und Kirsten hat den Verlag Kiwabu. Und die war auch schon bei mir im Interview. Wenn ihr das sehen wollt, können wir verlinken. Aber jetzt haben wir ein besonderes Anliegen für den Adventskalender, und zwar dieses Buch. Erzähl uns was drüber, liebe Kirsten. Sehr gerne. Unser Verlag, das werdet ihr im Interview hören, da gehe ich jetzt nicht so näher drauf ein, hat sich darauf spezialisiert, Bücher von Kindern zu veröffentlichen. Und das ist unser erstes Projekt eines Buches, das ein Kind ganz alleine geschrieben hat. Der Alex ist 8 Jahre gewesen, als er das Buch geschrieben hat. Das verborgene Land der Drachen. Es ist eine reine Fantasiegeschichte. Diese Fantasiegeschichte hat er geschrieben für seine Klassenkameraden. Er konnte nämlich aufgrund seines Hirntumors, den er hatte, nicht mehr in die Schule gehen oder nicht mehr regelmäßig in die Schule gehen. Da ist er liebend, liebend gerne hingegangen und er wollte einfach mit seinen Lehrern, mit seinen Mitschülern in Kontakt halten und hat diese Geschichte dann geschrieben. Und im Zuge eines Schulprojektes an seiner Grundschule kam seine Klassenlehrerin auf mich zu und hat gesagt: Hey, ich habe hier eine ganz, ganz tolle Geschichte von einem Schüler von mir. Wäre das nicht was für euren Verlag? Und da wir ja Kiwabu, der Verlag mit dem Drachen, heißen und dieses Buch, das verborgene Land der Drachen, habe ich gedacht, Mensch, das gucken wir uns auf jeden Fall mal näher an. Besonders, weil mich auch diese Geschichte dahinter so berührt hat. Also erstmal, die Geschichte ist ganz, ganz toll. Wir haben die Levke Göbel aus Hamburg hat das völlig kostenfrei illustriert für den Alex. Ganz süß. Ja, und wir spenden ja sowieso immer mit jedem Buchverkauf und bei diesem Wir Buch können da haben vielleicht mal ein wir, bisschen reingucken. oh ja, Ja, weil für das ist, diesem glaube ich, Buch, Linol, ne? ja, das ist Linoldruck. Linoleumdruck, genau. Oder ja. Super. Das ist, ja, da gibt es auch eine Postkarte übrigens von dem Motiv, was du eben Ah ja, okay. eingesendet hast. Genau. Auf jeden Fall spenden wir immer 1 Euro pro verkauften Buch. Und in diesem Fall sind wir einem Wunsch vom Alexandre nachgekommen, der gesagt hat, könnt ihr nicht diesen 1 Euro an den Lembacher Weg e.V., der ist bei Karlsruhe in Studensee, spenden, weil die haben mir auch einen letzten Wunsch erfüllt. Der Alex hatte einen Gehirntumor, der nicht zu operieren war und hatte sich gewünscht, dass er noch mal seinen brasilianischen Teil der Familie besuchen kann in Brasilien. Und das haben die teilfinanziert tatsächlich und er wollte diesem Verein etwas zurückgeben. Und somit ist dieses Spendenprojekt dazu entstanden. Der Alexandre selber ist verstorben am 11.12.22. Der hat nach Diagnose genau noch ein Jahr gelebt und hat aus diesem Buch wirklich, also der hat Vollgas gegeben, der hat wirklich Vollgas gegeben. Erstmal hat er mit einer Theatergruppe ein Hörspiel daraus aufgenommen. Das hat er selber noch gelesen. Dann wurde ein Theaterstück daraus entwickelt und das wurde aufgeführt 1 Monat vor seinem Tod, wo er noch tatsächlich Autogrammstunden gegeben hat. Also der hat so eine Zuversicht gehabt, der hat sich auch mit seinem Tod völlig klar auseinandergesetzt und seine Umgebung einfach, sein Lieblingsspruch ist, es ist halt so gewesen. Ja. Und es hat seine Mama sich sogar hier oben auch tätowieren lassen dann. Das war so sein Standard. Mama, das ist halt so. Und die Eltern haben jetzt einen Stiftungsverein gegründet, weil sie festgestellt haben, dass verwaiste Eltern und Geschwister bei uns wirklich ziemlich schnell alleingelassen werden, generell sowieso alleingelassen werden mit diesem ganzen Verwaltungsakt. Man kann sich ja vorstellen,
Der Junge, der konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen, dann konnte er nicht mehr richtig schreiben, nicht mehr richtig sprechen. Da sind ja Anträge ohne Ende, dass er wollte bis zum Schluss in die Schule gehen. Er war dann im Kinderhospiz, also da war ganz, ganz viel Verwaltungskram und das muss man zusätzlich zu seiner Angst, zu seiner Sorge, zu seiner Trauer noch bewältigen. Ja. Und auch die Nachsorge, ich sag mal, kann man es Nachsorge oder die Nachbetreuung, die ist ja überhaupt nicht gegeben. Die haben, ich glaube, ich weiß nicht, ein paar Wochen nachdem er verstorben ist, wo er kam Schreiben, ja, jetzt gibt es keine Unterstützung mehr, jetzt muss, also sie ist selbstständig, jetzt muss sie gleich wieder in die Vollen gehen und arbeiten. Und das ist ja, also man hört und liest relativ viel, oder ich bin da in der Blase, ich weiß es nicht. Also Sternenkinder sehe ich überall. Genau. Sternenkinder sind aber noch nie hier gewesen. Ja? Das ist ja jetzt hier eine andere Nummer. Das ist ja ein Kind, Ja. was hat 8 Jahre gelebt und dann ist es auf einmal weg. Und da muss Genau. die Familie mit umgehen. Das ist noch, ich finde, also man will das ja nicht werten, was, ne? Aber sowas gibt es auch. Und Ja. deswegen, als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, so, das kommt jetzt in meinen Adventskalender rein, fertig. Weil Genau. die haben also jetzt gesagt, okay, wir machen eine eigene Stiftung, nicht nur diese, die das hier machen, sondern für verwaiste Eltern, Genau. Geschwister. Und da ist das Buch natürlich auch unterstützend. Also bei uns bekommen alle Kinder, die ein Buch schreiben, einen ganz normalen Autorenvertrag mit den normalen Konditionen. Den hat Alex auch bekommen. Und natürlich immer mit Unterschrift der Eltern, das ist klar. Und diese Provision, die geht jetzt in diesen Verein rein. Also wer das Buch, also wer das unterstützen möchte, der spendet einmal an diesen kleinen Lembacher Weg e.V., der übrigens nur 7 Mitglieder haben, weil der Lembacher Weg nur 7 Haushalte hat. Und die nehmen auch niemand anderen auf und die finanzieren das rein durch Straßenfeste und durch Spenden, Cool. selber Spenden. Und man unterstützt eben halt die Eltern mit also mit diesem Gründungsverein für Stiftung. Ja, die sind also gründungsschwanger. Genau. Also der Verein, der ist durch. Aber wie gesagt, alles, was da an Spenden, da gibt es auch Ja. ganz viele Aktionen, was da eingeht, das Ja. wird in diese Das ist so Stiftung ein bisschen wie bei einer übergeben. GmbH, also es muss ein gewisses Stammkapital So da ist sein es. und dann Genau. wird das Ganze lebendig, ne? So ist es, ja. Ja, Und wunderbar. da ist eben hauptsächlich wirklich das Ziel, es gibt ganz, ganz wenige Angebote und dann auch noch nicht so ausgereift Angebote. Da setzt die Lila Sachs, die Mama vom Alex, sich echt total mit auseinander in Deutschland, die wirklich dafür da sind, Eltern, trauernde Eltern in ihrem Prozess zu begleiten. Vor allen Dingen auch mit diesem ganzen Papierkram, was da drumherum Jetzt noch hängt. was ganz Wichtiges. Wer diese Idee zauberhaft findet und sich da engagieren möchte, der meldet sich bei dir, bei Sehr mir, bei gerne. dir, und du gibst diese Daten dann weiter, weil hier im Buch ist nichts und das soll auch so sein, Ja. aber es heißt nicht, dass man da nicht was tun kann. Also Genau. wir wissen ja nie, wenn wir so einen Aufruf starten, wen erwischen wir da jetzt auf welchem Fuß, in welchem Ja. Land? Ja. Und vielleicht wird ja Super. was ganz, ganz Tolles draus. Ich liebe das immer so, so Samen zu säen und dann zu gucken, was Ja. wird draus. Doch, ich finde es auch richtig schön. Also, und ich finde es auch toll, also diese Energie, die die Eltern noch aufbringen, zu sagen, so, und wir möchten das jetzt ein bisschen besser haben. Und Eltern, die das vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht irgendwann selber mal betrifft, dass die das einfach leichter haben als wir. Ja, das ist ja auch einfach eine Situation. Das ist ja, ich meine, ich kenne das ja von meinen Trennungsmenschen. Es ist einfach Neuland. Und wenn man in dieses Neuland kommt und spricht diese Sprache nicht und so weiter, dann ist es einfach schön, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nehmen kann. Ja, absolut. Genau. Ich finde das ganz toll, dass du das machst und andere Sachen machst. Und ich danke dir sehr. Hast du noch irgendwas, was unbedingt raus muss jetzt heute? Was noch heute noch draußen ist, also wer wirklich jetzt direkt gerade betroffen ist, dass er einen Angehörigen, nicht nur ein Kind verliert. Es gibt bei uns im Verlag auch noch das zweite Buch vom Alexandre. Das ist sein Tagebuch, wie er mit der Krankheit umgegangen ist. Und
Die letzten Sätze hat die Mama geschrieben, wie das dann mit dem Tod abgelaufen ist. Es ist ein hartes Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Und ich sehe mich da so ein bisschen als Botschafterin auch, euch zu sagen, hey, versteckt euch nicht davor. Sehr schön. Vielen, vielen Dank und bleibt gesund und wir sehen uns sowieso dauernd. Genau. Und das wird noch schlimmer werden. Ja, Okay. ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Okay, dann erstmal für heute. Tschüss. Wir gehen erstmal ins Kämmerchen, wir zwei. Ich muss erstmal wieder den Ausknopf finden. Da oben ist er. Warum ist das denn mal oben, mal unten? Tschüss, liebe Zuschauer. Ja, tschüss und danke, dass ich das Buch vorstellen durfte. Ja, sehr, sehr gern.